der den Haushalt besorgen sollte. Es war einmal ein Mann, der war immer mürrisch und schlecht gelaunt, und seine Frau konnte es ihm im Haushalt nie recht machen. Eines Abends, zur Zeit der Heuernte, kam er nach Hause und fluchte und schimpfte, dass die Funken sprühten. »Aber mein Lieber, sei nicht so böse«, sagte die Frau. »Morgen tauschen wir. Ich gehe mit den Schnittern aufs Feld und du kannst den Haushalt besorgen.« Dagegen hatte der Mann nichts einzuwenden. Früh am Morgen nahm die Frau die Sense über die Schulter und ging auf die Wiese zum Mähen. Und der Mann schickte sich an, die Arbeit im Haus zu verrichten. Zuerst wollte er buttern. Als er aber eine Zeit lang gebuttert hatte, wurde er durstig und stieg hinunter in den Keller, um Bier zu zapfen. Während er Bier in die Schale zapfte, hörte er, dass das Schwein ins Haus gekommen war. Mit dem Zapfen in der Hand eilte er schnell die Kellertreppe hinauf, um nach dem Schwein zu sehen, damit es das Butterfass nicht umwerfe. Als er aber entdeckte, dass das Schwein dies schon getan hatte und damit beschäftigt war, den Rahm aufzuschlürfen, der über den Boden floss, wurde er so wütend, dass er das Bierfass vergaß und dem Schwein nachlief, so rasch er vermochte. Er holte es an der Tür ein und versetzte ihm einen so kräftigen Stoß, dass es zu Boden fiel und sich nicht mehr bewegte. Nun fiel ihm ein, dass er den Zapfen in der Hand hielt. Doch als er in den Keller kam, war das Bierfass leer. Nun ging er wieder in die Milchkammer und fand so viel Rahm, dass er das Butterfass füllen konnte. Und er fing abermals an zu buttern, denn zum Mittagessen wollte er Butter haben. Als er eine Zeit lang gebuttert hatte, fiel ihm ein, dass eine Kuh zu Hause im Stall stand und weder etwas zu fressen noch zu saufen bekommen hatte, obgleich es schon spät war. Der Weg zur Wiese schien ihm zu lang, und es fiel ihm ein, dass er sie auf dem Dach weiden lassen könnte. Auf dem Haus war nämlich ein Torfdach, und auf diesem wuchs hohes, üppiges Gras. Das Haus lag an einem steilen Abhang, und er meinte, er könnte die Kuh aufs Dach bringen, wenn er ein Brett hinüberlegte. Aber er wagte nicht, das Butterfass aus den Augen zu lassen, da sein Kind auf dem Boden krabbelte und es leicht umstoßen könnte. Darum nahm er das Fass auf den Rücken. Er wollte aber die Kuh saufen lassen, bevor sie aufs Dach ging. Er nahm einen Eimer, um Wasser im Brunnen zu holen, und als er sich über den Rand des Brunnens beugte, floss der Rahm aus dem Fass und ihm in den Nacken. Die Mittagszeit nahte heran und noch immer war die Butter nicht fertig. Nun kam er auf den Gedanken, Grütze zu kochen, und er hängte einen Topf mit Wasser in den Kamin. Als er das getan hatte, fiel ihm ein, die Kuh könnte vom Dach gleiten und Beine und Genick brechen, und er ging hinauf, um sie festzubinden. Das eine Ende des Seils band er der Kuh um den Hals, ließ dann das Seil durch den Schornstein fallen und band sich das andere Ende ums Bein. Denn schon kochte das Wasser im Topf und es war Zeit, die Grütze zu machen. Als er damit beschäftigt war, fiel die Kuh aber trotz allem vom Dach herunter und zog dem Mann den Schornstein hinauf. Da saß er nun fest. Die Kuh aber schwebte zwischen Himmel und Erde und konnte weder hinauf noch herunter. Die Frau hatte eine halbe Ewigkeit darauf gewartet, dass der Mann käme und sie zum Essen rufen, und als nichts dergleichen geschah, wurde sie des Wartens müde und ging nach Hause.
Als sie sah, wie schlimm es mit der Kuh bestellt war, nahm sie die Sense und schnitt durch das Seil. Im gleichen Augenblick purzelte der Mann durch den Schornstein hinunter. Und als die Frau in die Stube kam, stand er mit dem Kopf in der Grütze. Das war der Mann, der den Haushalt besorgen sollte. Thank you.